Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Es ist gerade Nacht und draußen gibt es ein Gewitter. Boah, diese Blitze sind ja Wahnsinn! Sieht nach einem heftigen Gewitter aus heute Nacht. Das erinnert mich an was. Weißt du, was in der Nacht war, bevor wir uns trafen, Günther? Da gab es auch ein Gewitter. Und am Morgen nach dieser Nacht lagst du bewusstlos am Strand. Weißt du wieder, warum du da lagst? Erinnerst du dich an irgendwas? Ich frag mich, es gab ein Gewitter, aber warum war ich danach bewusstlos? Nope. So einfach geht's wohl nicht. Aber das ist in Ordnung, versuch einfach dich Stück für Stück zu erinnern. Wir müssen morgen wieder früh aufstehen, lass uns pennen. Boah, sagt sich bei Gewitter immer so leicht. So, jetzt kommt die Szene, wegen der ich einen schönen Cliffhanger gemacht habe im letzten Part. Jedenfalls gleich. Sag mal, Günther, bist du noch wach, Günther? Seit diese Sache passiert ist, denke ich ständig drüber nach, dieser seltsame Traum von dir, Günther. Und wie oft sage ich eigentlich noch Günther, Günther? Vielleicht hat er etwas mit dir persönlich zu tun, Günther. Wer hat diesen Text geschrieben? Hätte man da nicht ein paar Mal das Günther weglassen können? Also den Namen der Figur halt. Ich weiß nicht warum, Günther. Jedenfalls kenne ich kein anderes Kaniman, der es von der Zukunft träumt, Günther. Von einem Menschen, der plötzlich sein Pokémon geworden ist, habe ich auch noch nie gehört, Günther. Warum glaube ich, dass diese beiden Ereignisse zusammenhängen, Günther? Ich habe einfach ständig dieses Gefühl, Günther. Der Schlüssel zu meiner Erinnerung. Liegt er etwa in meinem Traum? Aber selbst wenn das stimmt, wie soll ich den dann da rausholen? Ich weiß zwar nicht, wie du als Mensch so warst, Günther, aber ich glaube, du musst ein guter Mensch gewesen sein, Günther. Glaube ich nicht. Ich meine, es war lang deinem Traum, Günther, dass wir dieses bösartige Pokémon fangen konnten, Günther. Bösartige Pokémon. Das erinnert mich daran, was Plaudergeil gesagt hat. Dass die wachsende Anzahl von Arschlöchern daher kommt, dass die Zeit durcheinander geraten ist. Weißt du, Günther, die Zeit gerät durcheinander, Stück für Stück. Und zwar auf der ganzen Welt. Das kannst du dir vorstellen, wie so einen riesigen Käsekuchen. Und niemand scheint den Grund zu kennen. Und ja, ich denke immer nur ans Essen. Aber alle glauben, dass es irgendwas mit den Zahnrädern der Zeit zu tun hat. Hä? Was für ein Scheiß. Es heißt, dass an geheimen Orten auf der ganzen Welt Zahnräder der Zeit versteckt sind. Zum Beispiel in einem Wald. Oder bei einem See in einer unterirdischen Höhle. Ich habe sogar von einem geheimen Altar in einem Vulkan gehört. Ja, was du nicht so alles hörst. Im Zentrum solcher Orte, dort ist ein sogenanntes Zahnrad der Zeit versteckt. Zahnräder der Zeit erfüllen eine sehr wichtige Funktion. Jedes Zahnrad schützt die Zeit in der jeweiligen Region. Und sorgt dafür, dass sie richtig fließt. Es blitzt immer noch. Ein Hase. Genau. Aber was, wenn eine Region ihr Zahnrad der Zeit verliert? Ich weiß keine sichere Antwort auf diese Frage. Hab's noch nie ausprobiert. So doof bin nicht mal ich. Aber ich vermute, wenn ein Zahnrad aus einer Region entfernt wird, dann wird der Fluss in dieser Region wahrscheinlich aufhören. Darum achtet jeder darauf, die Zahnräder der Zeit nicht zu stören. Alle sind sich seit langem sicher, dass das zu einer Katastrophe führen würde. Also halten sie sich davon fern und lassen die Finger von ihnen. Selbst die skrupellosesten Verbrecher machen sich lieber nicht an ihnen zu schaffen. Sehe ich richtig? Kann es sein? Ja, es ist wahr. Endlich habe ich es gefunden. Ein Zahnrad der Zeit. Aber es ist nur das erste von vielen. Ja, natürlich genau aufs Stichwort. Passiert ja immer in solchen Videospielen. Der nächste Morgen. Aufgestanden! Abgehört, das ist morgen! Mal wieder! Oh, morgen, Günther. Nö. Dann mal wieder die morgendliche Einweisung. Hallo, schläfst der Geldmeister mal wieder? Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Yay. Ah, ihr zwei. Lasst mich euch eure Aufgabe für heute mitteilen.
Seht nach Jobs auf dem Infobrett. Ja, das reicht für heute. Das wird jetzt 2-3 Tage lang erstmal so gehen, dass ich einfach nur Jobs erledigen muss. Ich will das relativ schnell rumbringen. Hier steht nur, die sind alle D und bringen dann auch was Besseres. Dann mache ich die mal, die Feuchtklippe. Ein Ganove, denke ich, wird es nicht geben. Ja. Vorher mal kurz in die Stadt gehen. Zack. Geld kümmere ich mich gleich drum. Vorher mal zum Lager erstmal. Hallo. Und zwar will ich lagern. Ein Schlafsamen. Das EP-Band kann ich gleich verkaufen. Ja, das reicht eigentlich. Ja, die lagern. Ja, das lagerst du gut. Was gibt's beim Markt? Ihr habt den süßen Azul von einem schrecklichen Ganoven gerettet. Dafür gebührt euch unser aufrichtiger Dank. Ja, finde ich auch. Gummis, die aus irgendeinem Grund genauso viel wert sind wie Belebersamen, die er aber aus irgendeinem Grund noch nicht im Angebot hat, Junge. Ich hatte zu der Zeit auf meinem DS-Nutzer schon 3. Ich bunker die da. Aber hier ist nichts Sinnvolles. Naja, ich will was verkaufen. Das ist ziemlich viel wert, das EP-Band. Deswegen. So. Nö. Eine TM könnte ich mir eh nicht leisten. Guter Ort wird eh nicht da sein. Also früh in eurer Laufbahn ein Ganoven-Ding festzumachen. Ihr müsst wirklich außergewöhnlich sein. Es ist schwer zu glauben, dass ihr erst seit kurzem einem Erkundungsteam angehört. So. Brauche ich alles nicht. Auch wenn Regenorb als Wasser-Pokémon nicht schlecht wäre. Blöd nur, dass dann Lord-Eckes-Attacken verschwächt werden würden. Und manchmal greift er ja sogar an. Ich meine, ja okay, sonst hätten wir den letzten Ganoven ja auch gar nicht besiegen können. Ich meine, wenn ich ihn nicht angreifen darf! Diese Schose. Wer es nicht gesehen hat, müsst ihr euch mal angucken. Feuchtklippe, da sind die Aufträge. Oh, warte, ich muss dir alle erstmal unter Jobliste ausüben. U4, U5 und eine unbekannte Etage. So. Wie gesagt, das wird jetzt leider erstmal 1-2 Tage so gehen, bevor die Story weitergeht. Und das, was dann in der Story kommt, ist der Punkt, bei dem ich im Moment bei meinem DS bin und ich weiß auch gar nicht mehr genau, was dann direkt kommt, bin mir aber relativ sicher. U1 ist vermutlich jetzt mal nichts. 1 ist halt zufällig, das heißt, da kann überall was sein. Oh, ein schöner Goldgummi und ein Schlafsamen. Ich denke mal nicht, dass es auf U1 ist. Hi. Die Pokémon sind natürlich auch ziemlich schwach hier. Auch wenn ich selber noch nicht wirklich stark bin, sind die für mich schwach. Tschüss. U2. Ich glaube, es wird auch gesagt, wenn man bei einer Zielebene ist, wenn es zufällig ist. Ja, mach's mal weg. Plosivsamen. Genau diese Beschreibung hatten wir schon mal, aber ich habe keinen Bock auf euch. Haut ab. Ja, dann mach halt kaputt. Zack, mach ich den kaputt. Ups, seid ihr alle tot. Hier ist eine Piersiffbeere. Halt vergiftete und schwer vergiftete Pokémon. Da liegt nochmal genau dasselbe. Warpsamen. Zwar jetzt nicht wichtig, aber gönnen tue ich es mir trotzdem. Die Piersiffbeere lasse ich mal. Ah, Zielebene. Dann ist das, glaube ich, was anderes. Missionsziele. Ja, eigentlich sind es 4 und 5, das heißt, hier ist das Zufällige. Denn ich bin ja erst auf U3. Wenn ich mich jetzt nicht ganz verlesen habe, muss ich hier ein Pokémon finden. Die sind auf der Karte genau wie Lord Ecke mit einem gelben Punkt markiert. Hier seht ihr es, da oben ist ein gelber Punkt. Du hast Nidorino gefunden, willst du ihn mit deinem Orden retten?
Das Licht deines Ohrens fällt auf Nidorino. Nidorino verlässt auf magische Weise den Dungeon. Vielen Dank, ihr erhaltet eure Belohnung in der Gilde, wenn ihr zurück seid. Aber ich verlasse den Dungeon noch nicht. Es gibt ja noch 2 weitere Missionen. Man bekommt natürlich für jede Belohnungen und die sollte man sich nicht entgehen lassen. War ein Versehen. Ich meine, als ob ich absichtlich jemanden umbringe. Boah, dein Ernst? Wickel ist nervig, ich sag's ja, ich kann mich nicht bewegen. Danke. Zack. Lord Ecker hält unverdient EP. Und packt das Geld ein. Danke. Geld ist immer gut. Nee, Kratzer. Zack, Kratzer 1. Kratzer. Soll treffen. Danke. Und eine Aquaknarre. Ich bin eine Massenvernichtungsmaschine. Nö, ich tausche den Platz nicht. Ich gehe jetzt ohne den Typen weiter. Oh, ich hätte vielleicht noch kurz warten sollen. Ich habe gerade gesehen, dass in der keine Items sind. Dieses Chalet, was hier, ist auch gleich das Pokémon, das ich suche. Ja, rette ich mit dem Orden. Vielen Dank, ihr haltet eure Belohnung an der Gilde. So. Aber es fehlt noch eine weitere Mission. Komm nur her dahin. Ey, Mann. Ich hasse das. Man kann irgendwie richtig schlecht diagonal laufen. Ich wollte gerade diagonal laufen, aber es ging nicht. Boah, spam kein Leben, Sula. Komm. Mach mal. Ich sagte, mach mal, danke. Da ist noch ein Samenhai. Sag mal, hast du mich gerade angegriffen? La. Noch ein Plosivsamen. Plosivsamen sind immer gut. U5, letzte Zielebene. Warte, ich glaube, ich weiß, was die Mission war. Ja, finde das alte rosa Gummi. Welches könnte das nur sein? Vielleicht der rosane Gummi da. Der aussieht wie eine Bombe. So sehen alle Gummis in dem Spiel aus. Rosa Gummi gefunden. Jetzt verlasse ich den Dungeon. Denn das waren alle Missionen. Und es bringt absolut nichts, wenn ich ihn jetzt noch verlasse. Vielen Dank für meine Rettung. Nehmt das Item Goldband als Ausdruck meines Dankes. Okay. Und 10 Georockbrox. Das sind stärkere Kieselsteine und... Die sind ja dazu da, sie einfach aus der Distanz auf Gegner zu werfen. Georock Brock macht 20 Schaden, die anderen 10. Nehmt das halt den Flora-Gummi noch. Und 15 Erkunder-Rangpunkte. Vielen Dank für das Item Rosa-Gummi. Bitte akzeptiert den 150. Der Rest geht an euer Gerät. Und heilsam. Danke. Das hat sich null gelohnt. Danke, dass ihr Nidorino gefunden habt. Nehmt das Item Spitz. Alter, was für Belohnung kriege ich hier? Und Erkunder-Rangpunkte. Und jetzt gibt's mal wieder was zu essen. Yay, Essen. Essen ist toll. Essen ist wichtig für die Gesundheit. Snoons. Wir sollten auch etwas schlafen. Machen wir aus dem Morgentag mal wieder einen guten Tag. Ja, das ist immer schwer, wenn man dich im Team hat. Ach so, ich dachte, das kämen mehrere Tage Jobs. Sorry, jetzt kommt direkt das. Aufstehen! Es ist morgen! Jeden Morgen wieder dasselbe. Mein Hals wird umgebracht. Jetzt kommt eine Mission. Ob ich die hinkriege? Auf meinem DS hatte ich da so einen geilen Bug. Denn ihr werdet gleich sehen, wie die Mission aufgebaut ist. Und umso weniger Fehler man macht, umso mehr... Belohnung bekommt man. Ich habe einen Fehler gemacht und trotzdem die richtig krasse Ausbeute für 0 Fehler bekommen. Hey, ihr zwei! Oh ne, jetzt muss ich den synchronisieren. Wir brauchen eure Hilfe! Da hier sehen sie! Danke, Kakelo. Ihr beide übernehmt heute den Wachdienst!
Tut mir leid, normalerweise ist der Wachdienst meine Aufgabe, aber heute hat mein Vater mir aufgetragen, die Infobretter zu aktualisieren. Also kann ich nicht auf meinem Posten sein. Es wäre toll, wenn ihn heute jemand den Wachdienst für mich übernehmen könnte. Darum seid ihr hier. Macht meinen Job bitte gut. Tschüss. Das ist alles. Ich glaube, ich habe das nicht ganz mitbekommen. Warum hast du uns geholt? Halt's Maul! Kerlgemache! Tut eure Pflicht! Au. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Klettert in dieses Loch runter und haltet Wache! Ihr habt Wachdienst! Wachdienst? Rechte Gott! Wachdienst! Wir müssen vermeiden, dass zwielichtige Gestalten in die Gilde kommen. Also ist unter dem Gildeneingang eine Wache stationiert, die besuchende Pokémon überprüft. Und ich hoffe, ich höre gleich mal auf zu rennen! Als ihr zum ersten Mal kamt, wurden eure Fußabdrücke überprüft, oder? Mein Fußabdruck? Was? Einen Moment, ich mach kurz einen Cut, ich hol mir ein Glas Wasser, weil mein Hals sonst stirbt. Bin wieder da. Jetzt habe ich ein schönes Glas Wasser. Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Vulpix. Ja, Vulpix. Oh, ich weiß wieder, da war dieses seltsame Loch vor dem Eingang. Schon auf dem Gitter und jemand schrie von unten zu mir hoch. Ich bin richtig erschrocken. Okay, wir sollen also in dieses Loch steigen und weiter. Der Tunnel da unten führt zum Wachposten! Tolle Ansicht. Auch gar nicht umständlich gebaut, anstatt einfach nur kurz nach oben. Der da wird sich durch bis zum Wachposten unter den Gitter! Vom Wachposten aus inspiziert Deck da die Fußabdrücke der Besucher! Inspiziert sie, identifiziert sie und informiert mich. Ich entscheide, ob das Pokémon verdächtig ist oder nicht. Wenn alles passt, öffne ich das Tor. Alles in allem dienen wir also als die Torwächter der Gilde. Und ich auch noch als Megafon der Gilde. Also, ihr müsst nur die Fußabdrücke der Besucher inspizieren und mir sagen, was für Pokémon sie sind. In Ordnung, verstanden? Nicht nochmal klären, bitte. Gut, an die Arbeit! Und macht eure Sache gut! Okay, erst trinken. Jetzt habe ich mir einen schönen Schluck Wasser inhaliert. Oh, jetzt ist stockdunkel hier drin, Günther. Wir müssen uns vorantasten. Wir müssen langsam am Wachposten sein. Hey, da! Ich sehe Licht, Günther! Das Licht am Ende des Tunnels. Alles klar! Habt ihr die Position am Gitter bezogen? Ja, wir sind hier. Gut! Besuchende Pokémon werden auf das Gitter über den Wachposten treten. Identifiziert sie anhand des Fußabdrucks und informiert mich. Verstanden? Ja. Gut, das kann losgehen! Und jetzt hör bitte auf zu reden. So, jetzt muss ich eben die Fußabdrücke identifizieren. Es ist immer eins von vier. Auf dem oberen Bildschirm sieht man den Abdruck. Sieh dir den Fußabdruck auf dem Top-Screen an und identifiziere das Pikmin. Pikmin! Pokémon! Du darfst zweimal falsch liegen, okay? Lodecke behält den Überblick, wenn der das hinkriegt, was ich aber stark bezweifle. Hier kommt dein Pokémon. Prüfe sein... Ein Pokémon, nicht dein Pokémon. Überprüfe seinen Fußabdruck und sag mir, was für eins es ist. Wo soll ich das wissen? Octillery. Ja, doch, klar. Alles klar, rein! Richtig! Wow. Rihorn könnte sein... Boah, das könnten... Außer Flamly würde ich... Rihorn! Rein mit dir! Passt. Hydropi bin ich geworden in meinem anderen Account. Nächstes. Das könnte... Megania... Oder Donphan. Ich sag Donphan. Donphan! Rein mit dir! Passt! Nächstes! Was zur Hölle? Aber das ist auf jeden Fall Panferno. Er hat als einziges halbwegs normale Füße. Panferno, rein! Mal wieder richtig!
Nächstes Pokémon! Dein Ernst? Ich will auf Knackleon tippen. Knackleon! Rein mit dir! Stirbt schon wieder! Boah, ich bin gerade echt gut. Das müsste das letzte Pokémon sein. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Das wusste ich jetzt nur, weil der gesagt hat, er schleudert seine Gegner mit dem Horn umher. Alles richtig, 9000 Punkte, easy. Tut mir leid für die Verspätung. Warte. Leute, Günther, das ist genug, kommt wieder her. Sehr gut. Ihr habt einen langen Arbeitstag hinter euch, ihr zwei. Ganze, 4 Minuten. Lasst mich überprüfen, wie ihr euch angestellt habt. Na also, eure Ergebnisse sind absolut perfekt. Party! Ihr habt jeden Besucher richtig identifiziert. Konfetti! Hervorragend! Wir haben es geschafft. Wir werden eure Mühe belohnen. Und zwar nicht zu klar, möchte ich hinzufügen. Ihr habt euch eine besonders große Belohnung verdient. Finde ich auch. Und wir erhalten 500 Poké-Dollar, Level Plus Samen, den muss man wirklich tragen, bin ich mir jedenfalls sehr, sehr sicher. Und dann kriegt man Bonus-Level. Wurde gelagert. Ginseng, der verstärkt die oberste Attacke, wenn man ihn trägt aus seinem Moveset. Und noch nicht alles. Lebenssamen, der erhöht die KP, wenn man ihn trägt. So viele Belohnungen, kannst du es fassen? Macht weiter so! Easy, Leute. Alles komplett easy. Belohnung stopfe ich mich jetzt wieder voll. Nom. Mehr kriegen wir auch nicht in sich rein. Wir sollten auch mal wieder etwas schlafen. Machen wir morgen wieder einen guten Tag. Nacht. Das war das kürzeste Kapitel, weil das müsste jetzt eigentlich enden, soweit ich weiß, oder? Ganz nicht. Weil das wurde ja sogar nach diesem Wachposten benannt. Und ich weiß auch schon, wie das nächste Kapitel heißt. Es müsste eigentlich jetzt beginnen. Aufgestanden, ab dafür! Morgen! Morgen. Einen Moment, ich gehe wieder zu meinem schönen Glas Wasser und genehmige mir einen Schluck. Nächstes Mal musst du das Spiel so cheaten, dass der Typ entweder rausfliegt oder alle Stimmen spricht. Na, das erste. Und hi. Okay, Pokémon Zeit an die Arbeit zu gehen. Dann beginnt das nächste Kapitel erst nach den langweiligen Tagen, denn heute ist wieder ein stinkender Tag. Ja, dann beginnt das nächste Kapitel erst danach. Das wusste ich jetzt nicht mehr sicher. Strandhöhle gibt es 2, ein Stachelberg, das ist mir aber zu lang. Ich gehe in die Strandhöhle. Ja, die sind angenommen. Er gesagt, angenommen noch nicht. Gibt es irgendeinen Gangster? Feuchtklippe und 4-mal Stachelberg. Wow. Die sind halt auch alle sehr schwer. Ihr seht ja die Ränge. B ist echt für meinen derzeitigen Fortschritt ziemlich krass. So. Das will ich jetzt schon noch in diesem Part machen. Dann mal die neuen Items überprüfen, ob ich da irgendeinen Sinn drin erkennen kann. Ich glaube auch Lord Eckert hat immer noch keine Item, oder? Warte, ich habe ja auch richtig viele Items neulich als Belohnung bekommen, oder nicht? Goldband, sowas habe ich gedacht. Ja doch, das war doch gerade eben erst. Wo sind denn die hier? Ah, warte. Unternehmen vielleicht und nicht unterlagern. Also. Kann teuer verkauft werden, gut. Gummi nehme ich mit zum Essen. Erhöht Spezialangriff, brauche ich jetzt gerade nicht. Erhöht den Level um 1. Erhöht maximal KP, nehme ich mal raus, Ginseng lasse ich drin.
Weil ich mir bei den Samen irgendwie... Ich meine, ich hatte das ja schon bei Items, dass ich dachte, man kann sie nicht essen. Ja, aber hier steht auch nur geben. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel Günther gebe, als ausgerüstetes Braunband nicht mehr. Das kann ich höchstens... Obwohl... Ja, da... Komm, ich geb mal... Blattecke. Gut. Die Sache ist halt, die ich brauche, das Zeug null. Deswegen verkaufe ich es vermutlich jetzt auch mal. Hast du endlich einen Belebersamen, bitte? Danke! 800 Poké-Dollar. Darfst du ruhig, aber kaufen tue ich nichts mehr. Also, dann verkaufe ich... Um 2000! Lebenssamen kann auch weg, habe ich ja schon gesagt. Brauche ich noch einen Ogelbungen, sollte ich essen. Und dann gleich noch ein bisschen was lagern. Oh, das war's. 2300, sehr, sehr schön. So, jetzt lagere ich noch was. Hi. Den Belebersamen nehme ich jetzt mal nicht mit, weil es ist auch nicht so schlimm, wenn ich da jetzt verliere. Und ich will den nicht verschwenden. Hier diese ganzen Samen lasse ich mal hier. Ja, das reicht. Jo. Und dann noch unter Items hatte ich einen Gelbgummi. Statusprüfer. Das bringt... Leute, ein Gegner unter Statusproblem setzt das Pokémon keine mehr ein, die das schon hat. Ich sollte vielleicht mehr Gummis an Lord Ecke verfüttern, weil bei dem nützt das halt mehr. Das sieht dumm aus. Aber hier kann man ganz normal rennen, aber natürlich nicht in den Dungeons. Naja, jetzt noch die Kohle einlagern. Illewoltig ist immer noch nicht da. Und 1188. Ich habe halt viel mehr als auf dem DS. Okay, da habe ich kein Goldband geschenkt bekommen. Dann Strandhöhle. Der Strand ist hier unten, deswegen ist da auch die Strandhöhle. Ah ja, das ist das. Ahoi, seid ihr auf dem Weg zum Strand? Nun, auf eine Sache könnt ihr achten. Seit einiger Zeit werden Flaschen an den Strand gespült. Anscheinend ist in denen was drin. Wenn das wirklich interessant klingt, solltet ihr am Strand nach Flaschen Ausschau halten. Jo. An den Strand gespülte Flaschen? Flaschen mit unbekanntem Inhalt? Klingt interessant. Pfand? Boah, jedes Mal, wenn wir zum Strand gehen, können wir nach Pfandflaschen suchen. Ja! Und natürlich liegt hier einer. Sieht so aus, als sei was drin. Ja, ich hol's raus. Ein Jobbrief befand sich darin. Oh, das ist sogar in der Strandhöhle. Ja. Warte, das ist doch... Ah, das ist das Problem. Ich guck mal, ob ich's hinkrieg, weil ich hab gar keinen Flieh-Orb. Wenn das Ding will. Nee. Ach, jetzt ist der den! Mann, dann hätte ich den Lebenssamen nicht verkauft. Ruckzucki ist übel gut in dem Spiel. Hat man auch schon gesehen. Mann, hätte ich das gewusst. Die sind natürlich übel OP. Ich meine, das ist der erste Dungeon des Spiels. Ich hoffe ja, ich finde noch ein Flieh-Orb. Sag mal, warum packt ihr das Geld nicht ein? Komm her. Na, danke. Ich guck mal, ob noch irgendwo ein Item rumliegt. Nee, hier auf der Ebene nicht. Hi. Hä? Das Ding war doch schon tot, oder nicht? Habe ich mich wohl verguckt. Eine Zielebene. Hi. Ich nehme keinen Schaden, weil das Ding so schwach ist. Ah ja, dich muss ich retten.
denn? Ja, ich rette ihn. Hab ich dich nicht gerade erst gerettet? So Lappen. Nein. Ja. Aber muss ich jetzt echt mal gucken. Ich würde diese Mission halt schon auch gern abschließen. Sag mal. Ich habe keinen Bock, alle meiner wertvollen Attacken zu verschwenden. Für dich doch nicht. Als ob du das wert wärst. Ich nehme die Abkürzung. Lord Ecke darf ruhig mal ein bisschen laufen. Danke. Kämpf doch nicht nur! Danke. Nächste Zielebene. Du bist aber nicht das Ziel. Du bist einfach nur ein Arschloch. Ich weiß jetzt nicht, was hier das Problem war. Aber die Mission habe ich auf jeden Fall noch nicht erfüllt. Schlafsaal. Achso, das Ding ist ja gar kein Gegner. Das ist die Mission. Ja, und... Nee, ich guck nochmal, aber... Ich werd's vermutlich nicht schaffen, weil hier in der Ebene das Ding will ein Fliehohr. Eben. Das ist ja das Problem. Ich weiß, dass ich das Item nicht hab. Wie soll ich denn da jetzt auch drankommen? Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt beenden kann, aber ist eh egal. Hier ist die Grube. Das scheint das Ende des Dungeons zu sein. Es geht nicht mehr weiter. So, jetzt kriege ich einen 100er. 10 Georockbrocks. Und 10 Punkte. Und hier bekomme ich wieder mal 100. Ein Top-Elixier, danke. Und nochmal 10 Punkte. Und jetzt bricht wieder die Nacht herein. Und nach dieser Nacht beende ich mal das Video. Oder? Nee, ich glaube, es passiert wieder was. Das heißt, ich beende jetzt den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Lasst ruhig ein Abo da, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie mein Handy mir mein Handy umfällt. LOL.